Diese Geräusche. Ihr seid wahnsinnig. Und Junge, beruhig dich. Erstmal eine Cola. Junge, denk an dein Herz. Okay. Ganz logisch geht's anscheinend nur hier lang. Aber ich kam da nicht durch die Tür. Hier komme ich auch nicht durch. Man die Tür auch schon in die richtige Richtung aufmachen, ne? Jetzt hat er sich beruhigt, ja? Jetzt? Oh, das eiskalte Händchen. Nö, hier möchte ich nicht bleiben. Little fake. Oh. And who are you, then? Polish. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. What? Fliehen aus der Nervenheit anstatt Nutzer den Sicherheitshimmel zu öffnen. Also irgendjemand hat hier was entschieden gegen Köpfe. Wo ist das Sicherheitsterminal, was ich benutzen soll? Hier ist ein Kopf, hier hast du einen vergessen. Da ist noch ein Kopf. Wenn ich eins weiß. Denn das ist nie gut, wenn es ruhig ist. Was ist das für ein behinderter Bildschirmschoner, oder? Scheiße.
Lava Lamp. Ich will da nicht reingehen. Da passiert da irgendwas und dann erschrecke ich mich wieder. Ich weiß das jetzt schon. Drin. Über Leichen, Blut, Verbrennung, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Markov-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Markov Advanced Research Systems. Markov hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen, bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Markov Geld mit einem Haus voller Verrückten machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir... Ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt. Dann, das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte. Als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Ach, das sind anscheinend immer so Notizen von uns selber an uns, oder was? Nochmal ein Resümee. Gott, ich will rauf. Ruinier ja den Teppich. Da ist einer im Rollstuhl und der bewegt sich. Da will ich nicht hin. Das sieht doch gleich wieder irgendwas total ekelhaftes. Mann. Charles Xavier, bist du das? Siehst ein bisschen so aus. Hä? Los. Diese Töne. Ich erschreck mich gleich wieder. Ich schwör's, ich erschreck mich gleich wieder. Ich hab so. Ich hab's jetzt so Schiss, da vorne eine Tür zu öffnen. Blanke Absicht ist das. Schlüsselkarte für ein Sicherheitsterminal. Okay. Gut, aber zurück kommen wir jetzt nicht mehr so leicht, weil sonst wäre es ja nicht irgend so ein Hochspiel. Guck. Guck, guck. Penis! Gott!
scheiß Sicherheitsterminal. Gerochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Ich kaufe ein B. Wo ist hier irgendeine Art Sicherheitsterminal? Ich will raus hier. So ein Schock und ich schlaf ein. Batterie gefunden. Hör auf zu schnaufen, Junge. Proclaim the Gospel? Was soll das bedeuten? Ich will nicht weiter rein, ich will raus. Security Room, ja, ich muss hier lang. Das ist schon. Ja. Hör auf zu schnaufen, Junge. Du machst mich wild. Irgendwie auch so wie früher, wo wir so nach dem Motto bei Mario Kart, GoldenEye oder Monopoly verloren. So Freundschaften, die dann zerstört wurden. So sah das denn früher bei uns auch aus. Blut auf Toilette ist nie gut. Kopf und Arm. Witness. Can I get witness? Security. Jetzt hör auf zu schnaufen! Atme tief durch. 10 bis 10. Busa. Bisschen was von Alien. Jetzt hier so eine Schränke reinkriechen.
Kann ich nach unten gucken? Da ist jetzt alles voll. Das heißt, wir sollen jetzt in den Keller erst wieder Strom anmachen, oder was? Ich will hier gar nicht reingucken. Das ist die Voraussetzung. Wasser und Strom. Gerade was aufgenommen? Ah ja, der Informant. Nein. Diagnostik, Spirometrie ergab eine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit, Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. Echt mal, gibt's da nicht auch was von Ratiopharm? Also, falls ihr euch das durchlesen wollt, könnt ihr das gerne tun. Eine stattliche Erklärung wurde vor dem Direktorenausschuss seitens der Mokov Hardline Security geliefert. Hat katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Selbst die hatten ja kein Bock mehr hier. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisung in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihre zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurde beiden geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Oh. So kann man es natürlich auch machen.